Dann kann man, stelle ich die in die Gruppe, sodass sie dann noch andere angucken können im Video wieder. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach direkt. Viele von euch kennen ja meine Strategie schon, beziehungsweise ja, wenden sie bereits an. Und heute soll es im Prinzip darum gehen, dass wir nochmal so einen Auffrischungskurs machen. Ich habe vieles in den letzten Wochen optimiert. Viele von euch wissen ja, dass ich immer nur auf DAX und Dow das Ganze angewendet habe. Das Ganze habe ich jetzt erweitert auf die ganzen ja, Forex-Paare, Edelmetalle etc., Bitcoin, sodass man dementsprechend auch mehr Vielfalt hat, sodass es auch eventuell mehr Leute anspricht, sodass die Leute, die sich zum Beispiel ausschließlich für Forex interessieren und weniger für den Indizehandel, die können die Strategie dementsprechend zukünftig auch nutzen. Ich werde morgen dementsprechend auch noch dauernd zu einem PDF nochmal bereitstellen, sodass so alles nochmal verschriftlicht wird, sodass nochmal alle Punkte wirklich vorhanden sind, so woran ihr euch halten müsst, wenn ihr die Strategie anwenden wollt. Und genau, das heißt, all das, was wir jetzt hier gleich besprechen, für diejenigen, die jetzt noch keine Ahnung haben, was genau ist, für diejenigen, die sich das jetzt das erste Mal anschauen, die ganzen können das Ganze natürlich entweder, ja, über eine Frage natürlich ganz klären, könnt mir auch gerne schreiben oder dementsprechend über das PDF das Ganze nachlesen. Das werde ich direkt in meiner Gruppe bereitstellen. Also für diejenigen, die noch nicht da sind, schreibt es uns irgendwie einfach in den Chat. Dann kann ich den Link dann nochmal einstellen. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Und zwar will ich das Ganze einfach nochmal am Beispiel eben auch durchgehen. Ich werde das Ganze jetzt mal an Goldchart machen. Viele in meiner Gruppe sind momentan viel im Gold unterwegs ist, mit den ganzen Popguns. Es läuft auch ziemlich gut, muss man dazu sagen. Deswegen nehme ich einfach mal Gold ganz klassisch. Gehe auch direkt mal in den Tageschart und nehme nicht diese Range, in der wir uns gerade befinden, sondern gehen ein bisschen tiefer. Hat ein Teilnehmer heute eine Gruppe bereitgestellt, die Popgun. Ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut, kann ich ganz gut daran erklären. Wir befinden uns jetzt allerdings auch im Daily Chart. Grundsätzlich zu der Strategie, wie könnt ihr die handeln? Ab der Zeiteinheit 15 Minuten aufwärts bis Monatschart könnt ihr jederzeit dort suchen. Und ich will mal behaupten, wenn wir uns jetzt mit 30 Paaren, ich glaube knapp 30 Paaren beschäftigen, würde ich so sagen, dass man zu jeder Zeit irgendwie eine Popgun findet, beziehungsweise irgendwie gerade eine läuft, sodass man ununterbrochen rund um die Uhr diese Strategie traden kann. Das habe ich schon festgestellt in den letzten Wochen, wo ich mich dann immer weiter mit mehreren Paaren auch beschäftigt habe. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz alle durch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man sie auf alle anwenden kann. Und dementsprechend könnt ihr zu jeder Zeit immer Popguns finden, auch meinetwegen nachts könnt ihr die handeln, wie ihr wollt. Ich werde das Ganze jetzt aber nochmal an dem Tageschart im Gold ganz festmachen. Und zwar, ich werde auch nochmal von Grund auf jetzt erklären, was überhaupt eine Popgun ist, wie sie sich zusammenstellt und wie man das Ganze handelt. Und zwar gehe ich mal ein bisschen tiefer rein. Und zwar sehen wir hier unten eine Popgun. Eine Popgun ist mal eine Drei-Kerzen-Formation, die sich dazu zusammensetzt, dass die mittlere Kerze komplett eingeschlossen ist von der rechten und von der linken Kerze nebenbei. Grundsätzlich ist das schon das, was ihr dort erkennen müsst im Chart, dann ist es gar nicht. Also, ihr braucht keine Indikatoren irgendwie anwenden. Ihr könnt ganz normalen Blanko-Chart nehmen und dann ganz einfach schauen. Ihr braucht eine horizontal, zwei horizontale Linien, die könnt ihr euch einzeichnen. Ich erkläre euch genau, ja, wo ihr die einzeichnet, was genau der Knackpunkt dabei ist, wie ihr das Ganze macht. Und zwar, wie ihr hier seht, wird die rote Kerze schließt die mittlere Kerze ein und die grüne Kerze daneben schließt ebenfalls diese mittlere Doji-Kerze ein, so nennt man die Kerzen. Und zwar, wieso entsteht so eine Popgun? Eine Popgun entsteht klassischerweise immer in einer Seitwärtsphase. Das werde ich hier auch noch, werden wir hier auch noch klar auch sehen, das werde ich dann noch darauf eingehen. Und zwar deutet die immer darauf hin, dass ein neuer Impuls eingeleitet wird. Und zwar ist es so, dass wenn diese Kerze ja, entsteht und danach ja, kein neuer Ausbruch nach oben oder nach unten entsteht, signalisiert der Markt, dass wir ja, uns in einem fairen Preis befinden, dass der Markt den Preis im Prinzip anerkannt hat. Und jetzt ist es so, dass mit dieser Kerze könnte klassisch jetzt zum Beispiel auch ein Setup daraus machen, dass man die mittlere Kerze nimmt und das hoch, beziehungsweise mit dem Tief
Long oder Short geht. In diesem Fall wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, dass man hier unten jetzt einen Short-Ausbruch gegeben, wäre man zum Beispiel Short eingestiegen und dann wäre man direkt wieder ausgestoppt worden, weil die Kerze wieder direkt nach oben gerannt ist. Also da ist jetzt auch keine genaue Richtung dementsprechend klar geworden, da diese Kerze ebenfalls die mittlere Kerze wieder eingeschlossen hat. Und dementsprechend ist es auch so, dass man Popguns immer in Long- oder Short-Richtung handeln kann. Also nur weil eine Popgun jetzt entsteht, kann man nicht direkt sagen, ist sie jetzt Long oder Short. Das wird erst daran gemessen, wenn sie wirklich ausbricht. Und zwar macht man das daran fest, man nimmt immer, hat immer zwei Trigger, also einen Sell-Trigger und einen Buy-Trigger. Und der Buy-Trigger ist immer der Hochpunkt, also inklusive Docht, der dritten Kerze. Und der Sell-Trigger ist der Tiefpunkt der dritten Kerze. Das heißt, wenn dieser Kurs nach Abschluss einer Zeiteinheitskerze, das heißt zum Beispiel im Daily Chart nach einer Tageskerze, abgeschlossen ist und über dem Buy-Trigger steht, dann signalisiert das für einen Long-Einstieg. In kleineren Zeiteinheiten, da gehe ich auch noch später drauf ein, kann man auch schon während der Bildung dieser Kerze einsteigen. Da gibt es gewisse Marken, die Ausbruch erreicht haben sollte, bis man dann einsteigen kann. Bei einer Daily Popgun bietet es sich aber allerdings an, dass man dementsprechend die Kerze abwartet, wie hier. Das heißt, man wäre jetzt mit dem Tagesschlusskurs 13,04,9 eingestiegen long und ja, hätte dementsprechend auch guten Profit gemacht von fast über 1000 Pips oder sogar über 1000 Pips. Das ist natürlich jetzt wirklich eine mustergültige Popgun, die hier so schön gelaufen ist und direkt auch mit der ersten Kerze ausgebrochen. Eine Popgun ist grundsätzlich 5 Zeiteinheiten gültig. Das heißt, nach Abschluss dieser Kerze hat die Popgun Zeit, 5 Tage, also in dieser Daily Chart, 5 Tage lang auszubrechen. In diesem Fall ist sie direkt nach dem ersten Tag ausgebrochen. Ist jetzt nicht das übliche Szenario. Hier sehen wir aber, ist auch sehr, sehr bullisch geworden in der Gold Chart. Und üblicherweise ist es so, dass zum Beispiel nicht nach dem ersten Tag ausbricht, sondern eher im zweiten oder dritten ist harmonisch, würde ich jetzt sagen. Aber man kann es jetzt auch nicht genau pauschalisieren. Es kann zum Beispiel auch erst mit der 5. Kerze ausbrechen. Genau. Falls kein Ausbruch passiert, ist die Popgun ungültig. Dann passiert nichts mehr. Dann müsst ihr euch einfach wieder eine neue suchen. Wieso kann man sich wieder eine neue suchen oder irgendwo in einen anderen Paar reingehen? Genau. Aber hier ist es sehr, sehr harmonisch gelaufen. Den Stop-Loss, also wie man das Ganze tradet, das mache ich immer so, dass ich den Stop-Loss ziemlich knapp unter dem Trigger setze. Wie mache ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt mal schon im Daily-Chart bin? Gehe ich zum Beispiel in kleinere Zeiteinheiten, das will ich jetzt hier nicht machen, das können wir uns nachher nochmal anschauen, rein und suche mir da zum Beispiel ein Hoch- oder ein Tiefpunkt. Ich glaube, das können wir gleich mal im Öl machen. Da gab es heute eine 30er Popgun, ich glaube, die läuft aktuell auch gerade noch ins Ziel. Und da kann ich dann nochmal zeigen, wie ich genau die Popgun trade. Aber grundsätzlich ist es so, dass ja, das im Prinzip schon alles zu Popgun erstmal war. Jetzt werden viele vielleicht sagen, Mensch, das ist ja einfach. Viele haben dann aber auch schon öfters festgestellt in der Gruppe, dass viele natürlich irgendwie Probleme haben, einen Einstieg zu finden, beziehungsweise wann steige ich ein, einen Loss natürlich zu finden. Weil oft ist es so, wenn eine Popgun natürlich einen Impuls andeutet und direkt zum Beispiel ausbricht, ist es ziemlich schwer, wenn man die Zeit dann weit abwartet, dann noch einzusteigen, weil manchmal ist es so, dass es ziemlich stark dann rennt und dann schon fast die halbe Bewegung bis zur Zielerreichung erreicht hat. Und dann ist natürlich das CRV ziemlich schlecht. Ach so, wegen Take Profits ist es so, dass man natürlich da schon individuell gucken muss. Gerade im Daily Chart ist es jetzt nicht ganz so. Ich suche mir da bei immer Unterstützungs- und Widerstandszonen. In den kleineren Zeiteinheiten, weil wir das natürlich ja im Intraday-Handel hauptsächlich machen, ist es klar definiert, dass zum Beispiel Forex-Paare, eine gewisse Take-Profit, also Pips-Anzahl geleistet wird. Genauso wie im DAX oder im Dow Jones. Kurz, wenn ihr Fragen habt, schreibt die, wie gesagt, einfach in den Chat rein. Dann beantworte ich wieder. Also wenn irgendwas jetzt ist, warte ich mal kurz ab. Fragen einfach gerade in den Chat rein. Ansonsten kann ich auch erstmal alle muten. Okay, anscheinend nicht. Also wenn irgendwas ist, dann einfach schreiben. So, ich gehe mal in Öl rein, dann gehe ich mal im 30er-Chart.
Und dann sehen wir hier, ich habe die immer eingezeichnet mit den horizontalen Linien, mit den weißen Linien, die ihr seht. So dass wir hier dementsprechend auch eine Popgun hatten. Und da sehen wir direkt nach der ersten Kerze kam einmal der Ausbruch, dann kam hier wieder der Retest zum Trigger, sodass die erstmal der Ausbruch validiert ist. Und man sieht es genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche mir einen Stop-Loss, dann gehe ich zum Beispiel jetzt, wenn ich eine 30er habe, gehe ich entweder, weil ich nicht genau definieren kann hier, gehe ich in den 15er-Chart, gucke ich, ja, das fällt mir nicht so gut, gehe ich immer meistens eigentlich sogar in den 5-Minuten-Chart und suche mir dann einen Stop-Loss. Dass ich hier den Stop-Loss setze und bei, hier hätte ich es direkt jetzt so gemacht, da ist sehr impulsiv, also man sieht es hier schon an der Bewegung, hier sehr impulsive Bewegung runter und hier wieder, dass ich direkt eingestiegen wäre mit 10 Pips unter dem Trigger. Die Popgun ist eingezeichnet, Stefan. Also wenn du siehst, wenn du hier im 30er-Chart guckst, ist die, also ist das hier oben der Buy-Trigger und der Docht der dritten Kerze hier. Und hier unten ist der untere Punkt ist der Sell-Trigger. Nachvollziehbar? Perfekt, genau. Wie gesagt, ich suche mir den Stop-Loss immer in den kleineren Zeiteinheiten, weil das öfter schon oft die Frage gekommen ist und wie man den genau bestimmt. Hier wäre ich dann zum Beispiel mit 10 Pips direkt rein. Hier wäre der Stop-Loss gewesen. Und man sieht, das Ziel wäre 56,30, also die Popgun, die 30er, haben bei den Forex-Bahnen immer 70 Pips Zielerreichung. Bei den 15ern sind es 50 Pips und bei den 1-Stunden-Popgun sind es 100 Pips. Das kann man eigentlich schon fast pauschal für alle Paare so sagen. Das Ganze wird aber genau im Cheat, wo ihr es dann alles nochmal nachlesen könnt, wird es genau nochmal definiert und wo das hier ist dann auch direkt bestimmt. Also wie gesagt, die läuft jetzt gerade noch an, fehlen jetzt noch 19 Pips, 20 Pips gut, dann hat Öl dementsprechend auch den TP erreicht. Das einfach nur mal kurz zu der Popgun noch an sich. Genau. Ich gehe mal wieder zurück in Gold. Also wie gesagt, man findet überall welche. Wir haben zum Beispiel gerade einen in Euro-US-Dollar laufen. Gehe ich auch mal wieder in Stundenchart. BE wird gezogen. Warte, ich mache mal Öl rein. Also wenn man 20 Pips im Profit ist, auf jeden Fall direkt BE ziehen, weil dann ja kann es natürlich, es hätte jetzt zum Beispiel hier sein können im Öl, dass wenn du 20 Pips hier, ja, hat es ja schon fast geschafft, hätte es ja schon gehabt, dass du dann wieder BE ausgestoppt wirst, aber dann gehst du halt nochmal rein. Also solange die 5 Zeiteinheiten ja noch nicht abgelaufen sind, kannst du immer, ist die Popgun immer wieder valid. Weil das ist so wie bei dir, bei deinem System, dass du immer wieder rein kannst. Es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel die erst nach unten ausbricht und dann direkt ein Reversal macht und dann nochmal hochschießt und während der 5 Zeiteinheiten hier einen Ausbruch über den Buy-Trigger macht, dann kannst du auch long handeln. Weil das geht dann zum Beispiel auch. Genau. Euro-US-Dollar hatte ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt, haben wir hier auch eine Stunden-Popgun. Die läuft gerade, ist gerade auch im Rennen. Hatten wir hier auch. Buy Trigger war 1, 10, 4, 6, 8. Ist gerade noch am Laufen. Ziel auch noch nicht erreicht. Genau. Hier, wie gesagt, wenn man 100 Pips macht, ist bei 1, wäre hier das Ziel. In dem Punkt, im Bereich hier. Wenn die Dochter auf gleicher Ebene sind, reicht es. Die mittlere Kerze muss eingeschlossen sein. Das gilt auch. Das ist egal. Also es ist auch relativ oft so, dass du irgendwas findest, dass die Dochter auf der gleichen Höhe sind. Und du öfters vorkommst. So, im Gold haben wir zum Beispiel auch noch eine Weekly Popgun, die da drin steht. Also wie gesagt, wenn man sich das Ganze immer mal anguckt und mal in den Tageschart reingeht, sieht man hier klar, dass wir hier zum Beispiel auch aktuell eine Daily haben und eine Weekly, die jetzt kommt. Die ist Ende der Woche jetzt fertig. Wenn die ausbricht, dann wird es
ordentlich scheppern im Gold, sehr wahrscheinlich. Das heißt, ja, wenn dann Bewegung reinkommt und sie zum Beispiel nach unten ausbrechen würde, könnte ich mir Kurse unter 1000 vorstellen. Wenn sie nach oben ausbricht, sind Kurse des nahen Allzeithochs realistisch, aber dazu halt mehr. Mal gucken, was die nächsten Wochen passiert. Kann natürlich auch sein, dass sie zum Beispiel noch ein, zwei Wochen dementsprechend seitwärts läuft und da weitergeht. Aber das ist natürlich dann auch schon ein Brett. Aber sowas handle ich natürlich auch nicht. Also sowas nehme ich dann immer nur als Trendfolgeindikator, sage ich mal, und gehe wirklich in die kleineren Zeiteinheiten von 15 bis Minuten bis eine Stunde und suche mir da irgendwelche Entries. Ist natürlich so, dass eine Popgun nicht immer funktioniert. Ich habe hier mal, wenn ihr mal seht, die gestrichelten roten Linien. Das ist eine 15er. Sieht man, das sind die Trigger. 1, 2, 3, 4, 5. Es gab keinen richtigen Ausbruch. Immer mal unten angetestet, mal oben angetestet und immer wieder zurückgelaufen. Erst im Prinzip mit der siebten Kerze gab es hier so einen richtigen schönen Schub jetzt von fast, ja, wenn man vom Boden ausgeht, von 100, von fast 200 Pips, die Gold jetzt ja nach oben gemacht hat. Und aber kann auch dementsprechend sein, dass die halt mal nicht ausbricht oder dass dementsprechend ein Ausbruch kommt und dementsprechend Ziele nicht erreicht wird und zum Trigger kommt. Das ist natürlich auch so ganz normal, dass nicht jede Strategie funktioniert zu 100%. Ja, ich habe es schon versucht, aber irgendwie nimmt der das nicht. Wenn er sagt, alles stimmt schon. Aber wenn ich sehe, ist eigentlich hier jeder gemutet. Jetzt. Außer Alex. Warte mal. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt geht's. Perfekt. Spread bei Gold. Müsste ich jetzt genau in meinem Broker gucken, was der Spread da ist. Ich glaube, 30, 3 Pips oder so. Anderes Jahr? Oder was meinst du genau? Ja, na klar. Der ist, also ist zum Beispiel so, dass ich schon festgestellt habe, dass ich den Spread meistens schon immer mit meinem Stop-Loss mit einberechne. Weil sonst ist manchmal echt ärgerlich, wenn dann, oder wenn das Spread abgeholt wird und dann oder du dann rausgestoppt wirst aufgrund des Spreads, ist dann schon echt blöd. Aber das ist halt normal. Das kann halt auch passieren. Muss man dementsprechend damit einberechnen. Hier zum Beispiel Pfund US-Dollar, haben wir heute auch eine Stunden-Popgun. Hier. Trigger ist bei 1,21183 nach oben ausgebrochen. Hat gut, fast 40 Pips gemacht. Eine 15er macht 50 Pips. Also, na, nicht ganz das Ziel erreicht. Kann sein, dass das Zusatzziel hier noch bei 6, 8, 6, 5, so hier dieser Bereich, da oben nochmal das Hoch nochmal erreicht wird. Muss aber nicht. Das wäre jetzt so das Zusatzziel. Das ist zum Beispiel, kann halt auch mal passieren, dass man nicht direkt abgeholt wird. Aber dementsprechend sollte man jetzt auf jeden Fall Break-Even sein. So dass wenn man jetzt hier runter, dass wenn er jetzt hier runterkommt, dementsprechend einfach Break-Even ausgestoppt wird. Wichtig auch ist immer, wenn ihr Popguns habt, ihr habt immer einen Ausbruch und auch wieder den Rücklauf zum Trigger. Also wenn zum Beispiel sowas dann kommt, jetzt hätte ich hier gerne so einen Doppelfrei gehabt, kommt immer auch wieder der Rücklauf zum Trigger zurück. Und der wird immer kommen. Man weiß halt nur nicht, Mensch, das ist aber hier was. Man weiß nur nicht, wann das passiert. Das kann auch ein paar Tage dauern. Also im 15er, also desto kleiner die Zeiteinheit ist, desto schneller wird es wahrscheinlich passieren. Aber wenn ihr zum Beispiel mal so eine im Gold guckt, so ein Daily, wie wir jetzt da unten hatten, also ein Weekly, ist es so, dass der Rücklauf dementsprechend ja schon ewig dauern kann. Also trotz Zielerreichung jetzt hier kann es sein, dass zum Beispiel die auch noch weiterzieht, weil wir jetzt hier zum Beispiel ein Weekly haben. Das heißt, Popguns, die miteinander entstehen, ja, die beeinflussen sich natürlich. Zum Beispiel hat man zum Beispiel auch auf, wenn eine 15er entsteht und direkt eine 30er entsteht, dann nimmt man immer die in der höheren Zeiteinheit, die ist gültig. Es kann allerdings auch sein, dass wenn wir eine Popgun haben, eine 15er zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel hier die, und es wäre jetzt zum Beispiel noch eine 30er damit entstanden, dass
am 15er Ziel man aufpassen muss, ob der Kurs dreht und wieder zurück zum Trigger geht und die 30er dementsprechend dann nicht mehr abgeholt wird. Deswegen mache ich es dann immer dann, wenn ich zwei Popguns habe, die auf einmal laufen, dass ich dann auf jeden Fall schon die Hälfte meiner Position bei dem 15er Ziel verkaufe und dann auf, und spätestens dann sollte ich ja auch schon auf Break-Even sein, dass ich zumindest dann meinen Trade wenigstens einen Profit habe. Und wenn der Rest dann wieder zurückläuft, dann werde ich nach Break-Even ausgestoppt. Das ist dann so. Gibt es Toleranz beim Breakout, dass es eine impulsive Kerze sein soll? Ist mir klar, wenn jedoch nur Breakout ein paar Pips über den Trigger ist, valide? Ja. Also grundsätzlich sollte schon sein, dass man 10 Pips bei den Währungspaaren über dem Trigger liegt. Also es ist zum Beispiel blöd, wenn der Trigger jetzt nur 2-3 Pips überschritten wird und man dann reingeht und der Kurs direkt wieder zum Trigger zurückkommt, dann muss man natürlich die Kerze wieder abwarten und man läuft eventuell Gefahr, dass es dann wieder richtig reinläuft zwischen den Triggern. Und das macht dann dementsprechend keinen Sinn. Das ist genauso wie im DAX, wenn ich zum Beispiel nur irgendwie 3 Punkte über meinem Trigger bin oder so, dann bringt es nichts, dass ich dann einfach gerade reingehe, sondern es muss dann wirklich schon Sinn machen. So. Das erstmal dazu. Genau, können wir mal weiter gucken. US30 hatte ich jetzt gestern auch noch eine vor den News, eine Stunden-Popcorn. Hier oben. Sieht man die auch schön hier wieder hier. Das ist die Kerze. Mit 12 zu 100 als Trigger, Sell-Trigger. Dann sieht man richtig, dann hier gab es erstmal einen Ausbruch und dann erstmal so eine Seitwärtsphase wieder. Wurde der Trigger aber nicht berührt und dann gab es einen Move halt runter. Ziel natürlich richtig überschossen. Also ich hatte das Ziel der Popcorn wäre bei 26,950 gewesen. Hat dann nochmal direkt fast 300 Punkte runter gemacht. Und wie gesagt, der Rücklauf muss jetzt auch kommen. Also kann sein, dass er jetzt zum Beispiel hier mit dieser Bewegung jetzt nach oben der Rücklauf kommt. Das wäre natürlich echt, ist so eine echt schöne Popcorn. Außer, dass sie halt überextendiert hat. Aber sonst lief die echt gut. Und wie gesagt, das könnt ihr halt in allen Währungspaaren machen. Zum Beispiel auch im Bitcoin, da hatte ich heute auch irgendwo eine 30er. Oder auch eine. Mal gucken, ob ich die hier finde. Ja, hier. Läuft, glaube ich, sogar noch. Mal gucken. Gibt es ja gar nicht. So weit wie. Jo, die läuft sogar noch. Ziel ist auch nicht erreicht. Also Ziel wäre jetzt 12,81. Zusatzziel wäre noch 12,300. Hatte ich da, glaube ich, noch. Steht auch, glaube ich, in der Gruppe. Aber wir kriegen ja auch gerade eine neue, sehe ich. Sowas ist zum Beispiel auch immer, da muss man aufpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine kriegt, also safe natürlich auf Break-Even ziehen. Jetzt bringe ich mir jetzt hier erstmal ein. Weil die kann natürlich nach unten ausbrechen. Ich glaube, das ist auch eine. Ja, das ist eine. Die ist gleich. War komisch, dass die Nachrichten dann schlecht ausgefallen sind. Zogen auf was? Auf die Popgun im Doe? Ja, die News sind dann dementsprechend egal. Also Popgun läuft dann halt entweder mit oder dagegen. Ist dann so, entweder wirst du ausgestoppt oder die läuft halt schön mit und da ist ich halt auch schön mitgelaufen. Also sowas hier, das muss man auch mal mit im Kopf behalten, dass wenn die Popgun jetzt ist dann ausgebrochen. Jetzt, da kann sie halt wieder runtergehen. Dass man dann dementsprechend entweder geht man raus, wenn man sagt, nee, man will da nicht, man will die neue wieder handeln, oder man setzt zumindest seinen Stop auf Break-Even. Ja, das muss man dementsprechend auch nochmal beobachten. Genau. Ja, und das könnt ihr halt dementsprechend auf alle Währungspaare dementsprechend auch anwenden. Habe ich die letzten Wochen immer wieder getestet. Ich muss sagen, es klappt echt gut. Gerade besonders Gold ist sehr affin momentan dafür. Obwohl wir in so einer übergeordneten Seitwärtsbewegung finden seit ein paar Wochen, laufen die Popguns echt sehr gut an.
Und ja. Gibt es erstmal noch Fragen von euch? Dann haut mal raus. Ansonsten wird es jetzt auch so sein, dass ich meine Sessions, also Dienstagmorgens sind die immer und Donnerstag 19 Uhr, immer darauf hinauslege, dass ich Märkte nur noch anhand von Popguns analysiere. Wie das ja sonst kann, da habe ich auch nur eine übergeordnete Analyse gegeben, zum Beispiel für den DAX oder für den Dow. Das wird es jetzt nicht mehr geben, weil wir uns alle Märkte einfach angucken und dementsprechend auch wirklich handeln wollen und die Popguns einfach mitnehmen. Und ja. Drei Kerzen einzeichnen, ein paar Beispiele. Meinst du, wie die gestaltet werden sollen oder wie meinst du das? Welche drei Kerzen? Die Popcorn. Also eine Popcorn, vielleicht, warte mal, kann ich hier mal irgendwie Blank Sheet machen? Nee, warte mal, ich mach's mal anders. Das wollte ich jetzt nicht. So, ich nehme einen Pinsel. Hier ist so ein Pinsel. Und du hast zum Beispiel mit einem Rechteck oder so. Ja, das kann ich auch machen. Zack. Rechteck. Okay, du hast zum Beispiel einmal hier so eine Kerze. Ja, dann hast du zum Beispiel so eine Kerze. Und dann kommt zum Beispiel so eine Kerze. Das heißt, die Popcorn ist dann entstanden, wenn die mittlere Kerze, diese hier, muss eingeschlossen sein. Also inklusive Docht. Nimm dir mal ein Beispiel. Du hast zum Beispiel hier oben jetzt noch einen kleinen Docht und hier unten noch so ein Docht und hier ebenfalls. Sodass auf jeden Fall diese Kerze komplett innerhalb dieser Kerze ist und innerhalb dieser Kerze. Weil dann hast du, ist es vom Markt ein anerkannter, erstmal ist es hier ein anerkannter Preis nach diesem Tag. Der Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Und in diesem Tag entscheidet sich der Markt im Prinzip wieder für beide Richtungen. Ist ja wieder für beide Richtungen offen. In dem Moment, wo das passiert, ist es so, ja, wie gesagt, erstens, dass die Popcorn entsteht und zweitens, dass man auch nicht voraussehen kann, wohin der Markt läuft. Also entweder Long oder Short. Und dementsprechend spielt die dritte Kerze immer nur eine Rolle, wann du Long oder Short einsteigst. Also die ersten beiden Kerzen sind dann dementsprechend gar nicht mehr relevant. Weil die dritte Kerze, also der Hochpunkt und der Tiefpunkt, stellen dementsprechend einmal den Buy-Trigger und einmal den Sell-Trigger dar. Und dementsprechend, wenn die Kerze, sage ich mal, diese Range verlässt, also es gibt ja diese Ranges, im Prinzip die Kerze nach oben oder nach unten, kannst du Long oder Short einsteigen. Ziel im WTI erreicht. Ja, nice. Ja, geil. Mal reingehen. Ja, 56,30. Ziel erreicht. Mal gucken, ob wir jetzt im Reversal kommen und direkt mal hier wieder zum Trigger zurück. Mag sein, kann aber auch weiter abschmieren. Jetzt, wo war ich denn jetzt gerade? In Gold war ich. Und genau, entweder kannst du, wie gesagt, hier oben, wenn die Range verlassen wird, Long oder Short handeln. Ist das soweit erstmal nachvollziehbar? Yes, der haben wir, dass die 9 unter unserem Markt im Kreis ist. Also achso, ja, das kann ich auch machen. Also, wenn ihr zum Beispiel, ich zeichne die mal hier ein, im Rechteck. Hier habt ihr zum Beispiel diese
diese Popgun. Das ist zum Beispiel eine 15er. Das sind immer diese drei Kerzen. Ja, vielleicht ist es ein bisschen schnell gewesen, das stimmt. Und hier achtest du dann immer nur noch die dritte Kerze. Die ersten beiden sind nach der Entstehung der Popgun dir völlig egal. Du brauchst nur noch den Hochpunkt, den Tiefpunkt der dritten Kerze für einen Ausbruch nach unten oder nach oben. Gold geht gerade jetzt gerade richtig ab. Wie wir sehen, wahrscheinlich mit der Dough jetzt gerade richtig ab. Yes. Ja. Use halt. Genauso, ich zeige dir jetzt nochmal hier in der Ursprungs-Popgun an, womit ich überhaupt angefangen habe. Da siehst du diese drei Kerzen. So besser, sieht man das so besser? Kurz Feedback. Im Chat. Perfekt, sehr geil. Ja, genau, daran seht ihr dementsprechend immer die, ich kann ja nochmal hier ranziehen, die Popgun. Und wie auch wieder nur die dritte Kerze ist für deinen Long- oder Short-Einstieg relevant. Das finde ich auch immer das Gute dabei. Man ist jetzt nicht daran gebunden, zum Beispiel nur Long oder Short dementsprechend zu gehen, sondern ist immer offen, open-minded, immer für beide Richtungen. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Deswegen ist es im klar, sollte man zum Beispiel immer noch das übergeordnete Chartbild auch mal so analysieren können, befinden wir uns gerade im Aufwärts- oder Abwärtstrend. Wobei meistens zum Beispiel hier haben wir auch wieder eine Seitwärtsphase gehabt, richtig, richtig lange, ja, seit ja, Anfang des Jahres, richtig lange Seitwärtsbewegung. Und am Ende der Seitwärtsbewegung kommt diese Popgun dann dementsprechend und leitet den neuen Impuls an. Also Popgun entsteht immer nur aus der Seitwärtsphase. Kann nicht mitten in einem Impuls entstehen, weil wie soll das ja funktionieren? Geht ja immer nur in eine Richtung. Kann ja nicht irgendwie eine Kerze wieder hier seitwärts laufen und dann wieder. Das macht ja keinen Sinn. Wir haben hier einen schönen Impuls gesehen, jetzt aus der Seitwärtsphase kriegen wir wieder Popguns. Immer das Gleiche. Könnt ihr auch zum Beispiel im 5-Minuten-Chart machen. Ich handle die aber bewusst nicht im 5-Minuten-Chart aus dem Grund, weil wenn das zum Beispiel, also ihr werdet hier auch Popguns finden, weil wenn ihr das macht, verlaufen die halt relativ schnell wieder zum Trigger zurück und dementsprechend ja, habt ihr da wenig Chancen, irgendwas mitzunehmen. Deswegen mache ich das bewusst erst ab 15 Minuten. In Gold, ja, das ist für mich, also das hier ist für mich eine Seitwärtsphase. Wenn du aus so einer Bewegung rauskommst, ist das hier für mich eine klassische Flagge zum Beispiel. Ja, eine Seitwärtsphase und dann sieht man aber auch schön. Und dann, dass sie hier unten auch ja, schwächer wird und dann auch oben ausbricht. Ich glaube, wir sind uns dafür da einig, dass es eine Korrekturbewegung ist. Oder? Perfekt. Weil es kann, wie gesagt, eine Korrekturbewegung oder Seitwärtsphasen entstehen. Perfekt. So. Guck mal, das macht Euro-Dollar. Wir können jetzt mal die aktuellen nachgucken nach den News. Geht auch weiter hoch. Zack. Dollar schmiert ab. Sieht man ja im Gold. GPU-Steam ist dann auch nochmal nach oben. Vielleicht immer noch oben gegangen. Also 15. Ja, geht das auch nochmal wieder hoch. Aber nicht so stark. Der GDP ist ja relativ schwach. Bitcoin ist noch Bitcoin. Ja, dann Öl schmiert richtig ab. Ja, ist jetzt auch schon wieder so überextendiert. Liegt jetzt halt an den News. Wie gesagt, der Trigger, der Rücklauf kommt immer zur Popgun, man weiß halt noch nicht wann. Also nach so einer Bewegung kann das halt immer schon echt ein bisschen dauern. Ja, die Session wird aufgezeichnet. Den Link, der kommt dann in die Gruppe, beziehungsweise ich schicke es den Leuten zu, und die Leute, die jetzt nicht dabei sind, sich die auf jeden Fall nochmal anschauen. Sehr, sehr geil, genau. Ja. Und das war es im Prinzip schon. Also viel mehr ist es im Prinzip mit dem Popgun auch nicht. Weil ich wollte im Prinzip auch ein System haben, was relativ einfach anzuwenden ist. Also man hat hier wenig Indikatoren, du brauchst im Prinzip nur einen Blankoschart
ganz anzuwenden. Und dementsprechend, was ein bisschen tricky ist, immer mit den TP zu setzen und den Stop-Loss. Den Stop-Loss geht in die untergeordneten Zeiteinheiten, den Take-Profit setzt ihr immer bei den unterschiedlich, ob ihr eine 15 habt, 30 habt oder Stunden-Popcorn habt, auf 50, 70 oder 100 Pips dementsprechend. Und so könnt ihr das Ganze dementsprechend auch sehr, sehr gut für euch umsetzen. Und wie gesagt, was immer ganz oft wichtig ist, 5 Zeiteinheiten gültig nach Entstehung der Popcorn. So, ich kann übrigens hier die Weekly, kann ich auch nochmal euch einzeichnen. Die verändert sich gerade auch extrem. Ist diese hier. So. Wie gesagt, das beachten wir in den nächsten 5 Wochen mal mit dem Gold beachten. Könnte ein bisschen Bewegung reinkommen, wenn es dann ausbricht. Wie gesagt, immer Wochenschlusskurs dann hier auch abwarten, genau wie im Daily das Ganze machen. Genau. Ja, gibt es sonst von euch Fragen erstmal? War das für alle? War das jetzt für alle? Ich gehe mal sagen, per. Ja, das ist für jetzt alle erstmal verständlich. Mega gut erklärt. Freut mich. Stefan, war das für dich auch klar? Du kennst es jetzt noch gar nicht? Safe, sehr gut. Genau. Wie gesagt, ansonsten, wenn keine Fragen, wann geht man rein? Wartet man den Kerzenschluss ab? Grundsätzlich, wenn du sicher gehen willst, warte mal den Kerzenschluss ab, gerade bei den höheren Zeiteinheiten. Ansonsten kannst du bei den Währungspaaren in den 50, 15er Chart, 30er Chart oder Stundenchart mit 10 Pips über dem Trigger oder unter dem Trigger Long oder Short gehen. Genau, beim DAX sind es beim DAX sind es 10 Punkte, beim Dow sind es 20 Punkte. Arbeitest du dann auch für die Leute mit Kognitivkarte, oder? Ich beschränke mich rein auf die Popguns. Es werden jetzt nur noch Popguns gemacht in den Sessions und wir werden damit einfach jeden Markt mal durchschauen, Analysen machen und dementsprechend dann auch hier live Popguns traden, was mitnehmen und gucken, wie schön die laufen. Genau, ansonsten, wenn keine Fragen mehr sind, viel Spaß auf jeden Fall bei der Umsetzung. Wie gesagt, ihr könnt es in jedem Markt machen, sogar in Bitcoin, wenn ihr wollt, wenn ihr lustig seid. Ist jetzt nicht mein Favorite-Markt für Popguns, würde ich sagen, aber es funktioniert. Gerne, Stefan. Und für alle anderen wünsche ich euch noch einen schönen Abend ansonsten. Viel Spaß uns gleich bei Stefans Session. Und wann kommen wir mal Live-Sessions? Wovon ist es auch noch das? Dienstags, aktuell ist es so, Dienstags 9 Uhr morgens und Donnerstag 19 Uhr abends. Das wäre Leute, die morgens können ja morgens kommen. Ansonsten die Leute für Donnerstag abends. Wir besprechen jeden Markt, wo was drin ist. Freue mich drauf, auf das neue Format jetzt. Und freue mich darauf, wenn ihr Popcorns habt, schreibt mir einfach. Und ja, freue mich auf die Umsetzung. Viel Spaß, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend.